Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann mich in großen Teilen meinem Vorredner anschließen. Die Documenta steht seit vielen Jahren für eine kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Strukturen, für die Überwindung von Grenzen, sowohl im Kopf als auch auf der Landkarte, und für Diskurs und Dialog. Die bedeutendste Ausstellung moderner und zeitgenössischer Kunst will überwinden, was ausgrenzt. So verstanden auch die Kuratoren der Documenta 15, das indonesische Kollektiv Ruan Grupa, eigentlich das Selbstverständnis der Ausstellung. Sie haben mit dem Leitmotiv der Lungbum, der gemeinschaftlich genutzten indonesischen Reisscheune, ein künstlerisches Zeichen für Kollektivität und Gemeinsinn gesetzt, gegen Individualisierung und Konkurrenz, die moderne kapitalistische Gesellschaften prägen. Und auch ging es um globale Machtverhältnisse, um Ausbeutung sowie globalisierungskritischen Widerstand. Und wir können viel lernen von dieser Documenta und ihren Künstlerinnen und Künstlern und vor allem aus dem globalen Süden. Eine Lehre aus der Documenta 15 ist, dass das Verhältnis zwischen Kunstfreiheit und dem, was Kunst uns gesellschaftlich zumuten kann und muss, immer wieder neu gesellschaftlich zu verhandeln ist. Und dass die Blickwinkel auf Kunst und ihre Funktion von Künstlerinnen und Künstlern aus dem globalen Süden und der deutschen Gesellschaft durchaus unterschiedlich ist. Leider hat sich aber der Diskurs um Antisemitismus in der Kunst auf der Documenta 15 so zugespitzt, dass ein echter Dialog, ein Lernen voneinander nicht mehr möglich war und ist. Und ich möchte jetzt hier nicht auf die Suche nach Schuldigen gehen. Auf dem großen Banner, welches am Friedrichsplatz hing, den Namen People's Justice trug und vom indonesischen Künstlerkollektiv Taring Padi stammt, war eine Figur dargestellt, die ohne jeden Zweifel einen antisemitischen Charakter hat. Und um es an dieser Stelle einmal klar zu sagen, Antisemitismus darf niemals unwidersprochen bleiben und auch auf der Documenta und in Hessen keinen Platz haben. Und dafür müssen wir uns alle gemeinsam Tag für Tag einsetzen. Andere Werke lassen antisemitische Interpretationen zu oder sind anschlussfähig für israelbezogenen Antisemitismus, wobei sich mir da durchaus einige Fragen stellen. Sollte eine Kritik am Staat Israel aus der Perspektive der Künstlerinnen und Künstler aus dem globalen Süden hier in einem Zug genannt werden mit der eindeutig antisemitischen Abbildung wie bei People's Justice? Ich war selbst auf der Documenta und konnte im Gegensatz zu dem Expertengremium nicht feststellen, dass die Kritik an Israel überproportional auf der Ausstellung vertreten gewesen sein soll. Vielmehr ging es insgesamt um eine antikoloniale Perspektive mit Blick auf Australien, Südostasien, Südafrika und auch Israel. Und inwiefern Israel Bezugspunkt einer solchen Debatte sein sollte, darüber lässt sich politisch streiten. Und es braucht einen Dialog, um Erfahrungen und Muster zu erkennen, Herr Rock, und zu durchbrechen, die eine Kritik am Staat Israel mit antisemitischen Stereotypen vermischt. Und eine künstlerisch-kritische Auseinandersetzung mit Staaten muss möglich sein. Ebenso muss aber gemeinsam mit Jüdinnen und Juden eine Debatte um antisemitische Weltbilder geführt werden können. Dies war im Rahmen der Documenta 15 nicht möglich. Und ich sage Ihnen das, dafür tragen auch die Kuratoren eine künstlerische Mitverantwortung, weil sie bei der Kontextualisierung und Aufarbeitung, die ist eben nicht gelungen, meine Damen und Herren. Und nun sollte ein Expertengremium im Nachhinein Klarheit bringen, wie es überhaupt dazu kommen sollte. Das Gutachten liegt jetzt seit einigen Wochen vor und hat die Debatte um die Documenta 15 noch einmal aufflammen lassen. Dieses Gutachten ist jetzt das Dokument, das vor allem Kuratoren und Geschäftsführung für ihr Verhalten kritisiert. Und die politisch Verantwortlichen, vor allen Dingen aus dem Bund, sollen sich wieder jetzt mehr einmischen und die Strukturen der Documenta verändert werden. Wer an welcher Stelle wann wie was versäumt hat, das ist kaum im Nachhinein nachvollziehbar. Aber die Documenta scheint bisher nicht die entsprechenden Strukturen gehabt zu haben, um gut mit den Konflikten umzugehen. Gleichzeitig haben aber auch die Verfasser des Gutachtens darauf hingewiesen, dass auch veränderte, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass auch veränderte Strukturen nicht ausschließen und verhindern können, dass irgendwann leider vielleicht wieder antisemitische oder als antisemitisch interpretierbare Kunst auf der Documenta landet. Denn der Staat kann nicht im Vorfeld jedes Ausstellungsstück begutachten und entscheiden, ob es ausgestellt werden kann.
Ich möchte auch davor warnen, jetzt kollektive Prozesse in der Kunst generell als problematisch einzustufen. Gemeinschaftliche Formen der künstlerischen Aufarbeitung haben zunächst einmal nichts mit Antisemitismus zu tun. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen für die Documenta in Zukunft nicht die Engstirnigkeit zum Prinzip machen. Das wäre nicht im Sinne der Kunstausstellung. Eine Skandalisierung kollektiver Prozesse und kollektiver künstlerischer Leitung kann nicht die Antwort sein, meine Damen und Herren. Der Kampf gegen Antisemitismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit bleiben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Documenta muss sich krisenfester aufstellen und Vertrauen sowohl bei Jüdinnen und Juden als auch bei den Künstlerinnen und Künstlern wiedergewonnen werden.